Hallo Leute, willkommen bei Garden Flipper. Dies ist Teil 16. Beim letzten Mal haben wir hier dieses Eck gemacht. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen im Haus Wände kloppen. So, da habe ich ja schon mal angefangen. Jetzt nehme ich mir mal hier diese Wand vor. So. Ja, und meine Idee ist auch so weit zu kommen, dass ich vielleicht die Kinderzimmerwand neu machen kann. So. So, es gibt noch ein wenig Müll zum Aufräumen. Oh, da habe ich ein Loch reingemacht. Naja, vielleicht mache ich ja sowieso diese Wand etwas anders. Ja. Ich denke mal, ich kann das einfach, also die Wand hier lang ziehen. Eins weiter vorne, dann ist das Schlafzimmer auch ein bisschen größer. Das ist hier sowieso recht klein. Und es bringt ja irgendwie nicht viel. Erst hier rein und dann hier wieder raus. Das hat vielleicht Sinn gemacht im Zusammenhang mit dem Flur, aber jetzt macht das keinen Sinn mehr. Also. So. Kann ich auch die Tür verkaufen? Zack. Yes. Oh. Wie, 50.000 Dollar? Was ist denn hier kaputt? Jetzt geht's gar nicht mehr. Merkwürdig. Also prinzipiell funktioniert das Gerät noch. Ich mache die Tür mal auf und versuch's dann mal. Ah ja, 102. Sehr gut. Bin ich ja beruhigt. So. Klopp. Jawohl. So. Okay. Und dieses hier auch noch. Aber möglichst so, dass ich nicht wieder ein Loch reinhaue. Wobei, wenn da so ein kleines Loch ist, dann wird es halt wieder zugemauert. Gut. Sehr schön. Ja, und jetzt mauere ich hier. Ist es das schon? Nee. So. Sind das schon zwei geworden? Nee, das ist nur eins, oder? Ja, das ist nur eins. Das sah nur irgendwie so merkwürdig aus. Jetzt vier für die Tür. Und hier. Kriegt das richtig den Anschluss? Ich glaube ja. So. Und jetzt müsste es ja eigentlich hier diese Funktion geben, mit der ich fünf Wände auf einmal mache. Oder drei. Aber wenn ich das so ziehe, hat noch nie funktioniert. Falls einer von euch weiß, wie das geht, könnt ihr mir das ja mal verraten. Okay, jetzt ist dieses Zimmer hier ein Feld größer geworden in diesem Bereich. Immerhin. So, da steht ja noch was. Zack. So. So. Zack.
herrlich. So. Da auch. So. Jawohl. Jetzt mache ich das mal lieber von hier aus. Nicht, dass ich da noch das halbe Kinderzimmer wegkloppe. Wobei, das will ich ja machen und dann die Wand verschieben, damit das Zimmer ein bisschen größer wird. So. Zack, weg mit euch. Ha, wunderbar. Und vor allem, man muss das ganze Zeug nicht aufräumen. Neuer Fertigkeitspunkt. Na, gucken wir mal. Stählerner Trizeps. Na, auf jeden Fall. So, und was ist mit dem Bizeps? Naja, wobei man braucht für das Schlagen, braucht man, glaube ich, schon eher den Trizeps. Weil man muss ja den Arm strecken zum Wand wegschlagen. So, jetzt wollte ich die Badezimmertür verschieben. Ja, verkaufen, verkaufen. Die auch. Geht irgendwie nur noch geöffnet. Mysteriös. Jetzt gucken wir mal hier. Ja, also das würde ich dann so weit verschieben, dass die Tür hier ist. Und dann kann man entsprechend das Kinderzimmer vergrößern. Hier kommt auch die Wand raus. Und wo kann ich da eine Dusche unterbringen? Passt dann hier eine Dusche rein? Das überprüfe ich mal. Weil ich hätte dann ja schon gerne irgendwo eine Dusche drin. Anschlüsse. Dusche, 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 Dusche. So, das sieht bisher nicht so gut aus. Drehen. So. So. Da, so geht's. Aber so nicht. Gut, ich meine, das wäre ja okay. Soll ich das gleich mal hier kaufen? Ja, man kann ja trotzdem die Wand renovieren. Ah, aber da kommt man dann schlecht rein in die Dusche. Das ist eigentlich nicht gut. Dann wäre es hier eigentlich besser. Aber dann... Na komm, so... Dann müsste man da die Tür anders machen. Die Tür zum Master Bedroom. Okay. Also erstmal kloppe ich hier die Wände weg. So. Ich meine, vielleicht kann man später irgendwie so eine Teilwand machen, so ein bisschen Raumtrennung, damit man irgendwie den Klobereich ein bisschen getrennt hat vom Duschbereich. So. Aber das würde ich dann erst machen, wenn man das praktisch fertig eingerichtet hat. So, jetzt gucken wir mal. Das Bett stelle ich nochmal zur Probe hier hin. Betten. Nehmen wir wieder hier ein ganz normales. Und ich denke mal, ich stelle das schon hier hin. Alternativ.
tief. Man könnte natürlich auch den Zugang vom Schlafzimmer aus. Ja, eigentlich braucht man das auch gar nicht, den Zugang vom Schlafzimmer. Es ist ein bisschen albern. Also man kann das Bett auch so hinstellen. Dann ist es egal, wo man die Tür hinmacht. Ja, das wäre schon auch okay. Also so Hausflipper-einrichtungsmäßig würde ich es wahrscheinlich das Bett hier hinstellen. Hier wohl eher nicht, wegen Fenster. In echt würde ich das Bett hier in die Ecke stellen. Also natürlich andersrum. Also. Auch an die Wand. Weil dieses Bett mitten in den Raum stellen, also abgesehen von vom Kopfteil, so wie es in Hotels ist und in den meisten Schlafzimmern, finde ich irgendwie nicht so toll. So. Also ich würde es so hinstellen. Könnte ich ja einfach auch mal so einrichten. Mal gucken. Der Vorteil, den ich sehe, ist, dass wenn man es jetzt hier hinstellt, dann stolpert man sozusagen direkt aufs Bett zu, wenn man den Raum betritt. Aber das ist ja in den meisten Schlafzimmern so. Nun ja, auf jeden Fall kann ich die Tür ein wenig verschieben. Jetzt sollte ich noch mal die Kästchen zählen. So, damit ich dann da auch zur Sache komme. Also, das sind jetzt zur Tür, sagen wir mal, zwei Kästchen könnte ich's verschieben. Und reicht das dann für die Dusche? Ich meine, ich könnte die Dusche auch irgendwie hier so in die Mitte stellen. Aber dann müsste die Tür trotzdem verschoben werden. Was haben wir denn da? Montieren. Ich weiß gar nicht, ob ich das montieren will. Hä? Nee. Das lässt sich irgendwie nicht verkaufen. Gut, Dusche gucken. So. Ja. Es ist komisch, dass man das hier in dieser Ansicht nicht drehen kann, aktiv, sondern das muss man dann an die Wand schieben. Und dann dreht es sich von selber hin, aber nur, wenn man Glück hat. Na komm. Da sollst du hin. Jetzt, es will sich einfach nicht drehen. Du Schlingel. Hier passt's auch nicht. Aber da will ich ja auch die Tür versetzen. Wenn du dich so anstellst, dann kaufe ich eine Badewanne. So. Das zickt jetzt auch rum. Jetzt wäre es gerade mal kurz gegangen. Ja. Okay, also eine Badewanne ginge im Zweifelsfall. Dusche. Ich hätte halt am liebsten hier Dusche und Badewanne. Jetzt steht's, glaube ich, richtig rum. Und jetzt wäre es auch blau. Und es braucht nur ein Kästchen neben der Tür. Gut, dann ziehe ich die Tür um zwei Kästchen um. Werkzeug. Hier die zwei raus. Jawohl. Und die zwei raus. Jawohl.
So, und jetzt machen wir hier erstmal hohe Wände rein. So, das sieht schon komisch aus, wenn man hier in neben diese Schimmelwände dann so schöne weiß gestrichene Wandstücke setzt. Aber am Schluss wird hier alles angestrichen. So. Und da passt dann auch eine Tür hin. Und dieses Ding verkaufe ich mal. Lichtschalter werden später versetzt. Das geht leider nicht wegzumachen. Nein, dann werde ich das später mal montieren. So. Ja, kaufe ich jetzt diesen Duschdingsbums. Ich denke mal jetzt, wo ich schon so weit bin. Ja, ja, da war es blau. Ja, so ist, glaube ich, gut. Okay, ich drehe es gleich mal. Ah, nee, wenn es aufdreht, dann kann es rausfließen. Das wollen wir ja nicht. Okay, und hier wird jetzt auch die Tür verschoben. So. Ja, bei den Fliesen muss man immer noch ein bisschen zusätzlich draufhauen. So. Ach, was hab ich einen Trizeps? Gut. Zacki, zacki. So, jetzt bauen wir hier einen neuen Türsturz hin. Na, komm, komm, komm. Ja, so. Gut, und jetzt kommen hier die langen hin. So. Ja. Dann ist die Badezimmer-Raumaufteilung soweit fertig. Dann kommt die Toilette hier hin. Ja, und so weiter und so fort. Das sehen wir dann. Wird wahrscheinlich relativ viel ungenutzter Raum sein, aber da kann man dann vielleicht ein Schränkchen reinstellen. Okay. Was ich jetzt ja machen wollte, ist das Kinderzimmer erweitern. Und zwar, das Bett würde ja, mal gucken, wie weit das schmale Kinderbett geht. Möbel, Betten. Ich nehme mal hier dieses Standardbett. So. Das nimmt hier also diese komplette Nische ein. Gut, aber dies hier ist schon Teil des Türkomplexes. Ah, hier muss ich auch mal Lichtschalter verkaufen. So, nee, hier, so. Das heißt, dieses Ding hier muss schon auch weg und versetzt werden. So. Uiuiui, ui, ui, das ist mir jetzt auf den Kopf gefallen. Gut. Und hier nur so weit, wie es das Kinderzimmer betrifft. So. Das gibt dann natürlich eine kleine Ausbeulung im Wohnzimmer. Aber das Wohnzimmer habe ich ja sowieso so stark vergrößert. So. Dass das Wohnzimmer ruhig eine kleine Ausbeulung verkraften kann. So, dann mache ich jetzt hier so schon ein Ding Abstand lassen wir. Also, dass hier so eine kleine Ecke ist. Das wäre sonst zu dicht an der Badezimmertür. So. So.
3, 4. Wenn ich so die 4 nebeneinander setze, das sieht immer so riesig aus. Aber das ist der normale Abstand für die Türen. So. Und hier. Und jetzt mauere ich mal von hier ab. So. Das meinte ich hier mit Ausbuchtung vom Wohnzimmer. Also hier ist jetzt so eine Ecke. Aber das Wohnzimmer ist, wie gesagt, wirklich riesig. Das kann ein Stückchen schon an das Kinderzimmer abgeben, denn das ist jetzt deutlich größer geworden. Ja. Und das Bett wird dann zwar hier ein bisschen überstehen, aber vielleicht kann man hier irgendwie so ein ganz schmales Regal hinstellen oder sowas. Es ist immer noch ein kleines Kinderzimmer, aber es hat schön viele Fenster und es hat eine Außentür. So, und um die kümmern wir uns jetzt. Da mache ich jetzt hier erstmal auch so Terrassenboden, damit das hier einen Anschluss hat. Da muss ich an der Stelle auch gar nicht mähen, was ich sehr erfreulich finde. So. So. Ist das beige? Ja, ja, beige und weiß. Und ich setze das jetzt hier an, damit die zusammenpassen. Dann reicht das zwar vielleicht nicht perfekt bis zur Tür, aber wenigstens passen sie dann zusammen. So geht, okay. Ja, gut, das passt zusammen. So. Und im Zweifelsfall werde ich dann... Ah, jetzt muss ich die Tür zumachen. Werde ich das dann auch hier mit Kies ausgleichen. Und natürlich auch mit schmaleren Platten. So. Na? So. Sollte ich eigentlich hier auch voll durchziehen bis dahin? I. Das passt nicht. Wo habe ich denn da einen Fehler gemacht? Jetzt verlängere ich das erstmal. Man fragt sich. Sehr merkwürdig. Hm. Es sieht eigentlich korrekt aus, aber hier ist so eine Ecke. Da sieht es auch nicht mehr korrekt aus. Mal gucken. Nee, es sieht nicht korrekt aus. Es ist verschoben. Na toll. Dann muss ich jetzt hier anfangen und die alle verschieben. So, korrekt, ja. Ups. Das sieht man, da muss man schon ordentlich aufpassen. Das ist leicht mal, dass man sich da verguckt. Nee. So. Und nur, dass es grün ist, heißt noch nicht, dass es wirklich richtig passt. Wieder was gelernt. Ja, das sieht jetzt besser aus.
So. So. Passt das? Ja, sieht passend aus. So. So. Immerhin kann man das bei diesen runden Steinen ganz schön an dem Muster erkennen, wenn man genau hinschaut. So. So. Ja, das sieht passend aus. So. So, jetzt ist es gleich geschafft. Und dann gucken wir mal, inwieweit ich da mit den schmaleren Platten das noch auffüllen kann. Also hier. Kaufen. Da, diese da. Beige und weiß. Kaufen. Na, weiß, weiß, weiß. Kaufen viele. So, das ist falsch rum. Na? Passt's hier? Eigentlich passt es ja. Aber nicht immer. Also, manchmal zickt es etwas rum. Was jetzt offenbar der Fall ist. Na komm. So wäre es schön passend. Ich guck mal. Nee, will nicht. Ich setze die jetzt hier aber trotzdem mal hin. Weil es passt ja halbwegs vom Muster und dann ist halt jetzt hier einmal so ein Bordstein dazwischen. Ja, reicht das von der Breite? Ich denke ja, und der Rest wird jetzt gemäht. So. So. Wie gut, dass ich hier schon ein bisschen vorgearbeitet habe. So. Bisschen Unkraut gibt's hier auch. Oh, da ist noch was. Ja, und hier will auch wieder Rollrasen zum Einsatz kommen. Gut. Dann hier noch entlang rennen. Also den zu benutzen wie ein Rasenmäher, finde ich, ist echt eine gute Lösung für Übelkeitsprobleme. Weil man dann nicht die ganze Zeit hin und her rudert, sondern ja, zum Großteil einfach hin und her, also auf und ab. So. So. Da ist noch was. So. Na, hier auf der Karte sieht man noch alles Mögliche. Wo ist noch Gras? Ach, ich lasse das jetzt erstmal. Und wenn ich dann über was stolper, dann... Wo ist denn das Unkraut hin? Habe ich das jetzt auch mit weggemäht? Soll mir recht sein. So. Jetzt kommt hier noch ein bisschen Rollrasen hin, damit es nicht so fleckig aussieht. So. Decken. Grasrolle. Groß. Kaufen. Tja, wie macht man das am besten? Damit man so wenig wie möglich Durchgänge hat. Ich fange jetzt mal hier an. So. Nein, so.
Na, das sieht doch schon mal gut aus. So. So, sehr schön. Na, wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch hier eins hin. Und das Loch da bei dem Tannenbäumchen, tja, muss ich mal sehen, ob ich da noch was hinsetze. So. So. Und jetzt gucke ich mal, wenn ich die Platten hochhebe und wieder hinsetze, ob die dann den Gras, das Gras überdecken. Jawohl. Ja, prima. Da müsste das doch hier auch gehen. Hat wahrscheinlich schon geklappt. Ja. Okay. Und hier dieses kleine Löchlein, da könnte man auch einen schönen Salbei reinsetzen. Pflanzen. Jawohl. Ja, das sieht doch gleich etwas gefälliger aus. Und jetzt gucke ich hier mal, oh, da ist ein Grasrest, also schlimm, schlimm, schlimm. So. Gut. Was will ich? Ich kaufe ein Klettergerüst. Erholung. Und zwar so ein richtig schickes, so ein Kombi. Na? Ja, hier sowas, wenn's hinpasst. Mal gucken. Nehme ich diese Farben? Ja, ich nehme diese Farben. So. Tja. Schade, hier passt es nicht hin. Zu viele Bäume. Ups, dahin, da, das ist jetzt zu dicht am Haus für meinen Geschmack. Aber man könnte es hier hinsetzen. Ja, da ist es doch ganz schön. Oder ist es zu dicht am Zaun? Ein bisschen zu dicht am Zaun. Mal gucken, ob ich es noch versetzen kann. Nee. Kann ich es wegmachen? Na, dann montiere ich's halt. Also, ich denke mal, es wird hoffentlich funktionieren. Nein, nein, jetzt habe ich hier schon wieder so ein Bauproblem. Toll. Also verkaufe ich das Ding. Wie? Für 5,85? Ah, 600. Gut. Ich kauf's noch mal neu und mache es weiter weg von der Wand, so praktisch dazwischen. Und ich hoffe, dass ich's dann montieren kann, obwohl da dieser hohe Zaun im Weg ist. Auf jeden Fall ist es jetzt besser positioniert. So. So, das Dach, jawohl. Na, scheint besser zu gehen. So, hier muss man bestimmt Schrauben festmachen. Da sind auch Schrauben. Jawohl. Die Schaukeldinger hinhängen. So. Ja, das ist doch ganz schön. Und hier wäre natürlich eigentlich Sand schön zum Reinrutschen. Mache ich das doch gleich. Ja, und der Rest kann ruhig Wiese bleiben, aber zum Reinrutschen finde ich Sand schön. Decken, Sandquadrat, wir machen Sand rund. Das ist bestimmt Steinaggregat. Ja. So. Kauf vielem.
Zoom. So, damit man weich landet. Gut, das ist jetzt zwar nicht optimal, aber weiter hinten hätte ich es halt nicht aufbauen können. Und so geht das schon. Es ist ja auch keine dolle Rutsche, wo man extrem viel Schwung entwickelt und dann gegen die Wand knallt, sondern ist ja nur so eine Mini-Rutsche. So, und hier kann jetzt noch ein anderes Spielgerät hin. Mal gucken. Ich glaube, das war bei Erholung. So ein Karussell fände ich ja auch ganz nett. Und ein Sandkasten. Ich meine, das ist auch cool, aber das ist mehr für einen großen Spielplatz eigentlich geeignet. So, man könnte natürlich auch so Trimmgeräte machen, aber das ist schon eher für Erwachsene, denke ich. Wippe ist fein, Kinderhaus ist auch fein, aber das ist so krass bunt. Tja. Ich meine, Kinder lieben Kinderhäuser. Aber die Farben finde ich schon ziemlich krass. Es ist halt sehr plastikmäßig. Wenn es auch noch so ein Holzkinderhaus gäbe, so ähnlich wie dieses, das fände ich schick. Ich meine, ich könnte ein andermal so eine Rutsche machen und die Schaukel getrennt. Aber hier würde das ja nicht noch Sinn, keinen Sinn mehr machen. Gut. Aha. Da gibt's jetzt gar keine Farbauswahl. Aber es passt hier sehr schön hin. Das stellen wir so. Jawohl, und dann ist noch Platz für einen Sandkasten. Und den nehmen wir so, wie er ist. Uiuiui, groß. Aber ist okay. Stellt man einfach so hin? Ja. Ja, macht schon Sinn. Kommt man hier gut durch? Ich meine, man könnte den auch mehr hierhin machen. Aber dann ist er halt nicht mehr bündig mit dem Karussell. Mal gucken, wenn man ihn hierhin macht. Dann kann man besser zum Karussell hinlaufen. Das würde schon Sinn machen. Ja. Und dann könnte man hier vielleicht noch so ein kleines Gugga-Gugga hinstellen. Dieses da. Die Davä-Frühlingswippe. So. Na, das ist doch jetzt ein prachtvoller Spielplatz für ein Kind. Ja, als Einzelkind, da kann man halt auch ein bisschen verwöhnt werden. So, jetzt versuche ich die nochmal zu verschieben. Nee, kriege ich nicht hin. Und der Übergang wird jetzt gekiest. So, dann nehmen wir den Mittel- und Himmelblau. Und klein. Na komm, so, jawohl. So, zickt da so ein bisschen rum am Randbereich. So, ja.
Und ich denke mal, Pflanzen mache ich hier jetzt nicht groß zusätzliche rein, weil die werden beim Spielen dann sowieso kaputt gemacht. Das ist also der Kinderspielplatz. Ja, Kinderspielplatz. Und ich denke mal, mit so einem tollen Kinderspielplatz wird das Kind auch immer viel Besuch von Freunden kriegen. Und dann ist es auch ein schönes Leben als Einzelkind. Und die Erwachsenen, die können dann hier gemütlich sitzen und können so von Ferne dann linsen, ob die Kinder auch brav sind. Gut. Ja, ich gehe jetzt noch mal hier durch, um meine Hausbautätigkeit zu bewundern. Ja, also mit dem Kinderzimmer bin ich jetzt doch sehr zufrieden. Ich denke mal, da habe ich das Optimum rausgeholt, was man einfach rausholen könnte. Weil weiter hätte man die Badezimmertür ja nicht versetzen können. Das Badezimmer wird auch schön groß. Das Schlafzimmer ist auch um ein Feld vergrößert. Hier der Vorraum gefällt mir auch immer noch. Und das ist jetzt der Anblick von dem Haus, wenn man dann den Flur hinter sich gelassen hat. Da passt ein schönes großes Wohnzimmer rein. Und natürlich Küche und Essbereich, ganz klar. Ja. Jetzt flitzen wir hier noch mal raus in den schönen Garten, der ja schon viel weiter ist als das Haus. Aber ich denke, beim nächsten Mal kann ich da mal anfangen zu streichen und solche Sachen. Gut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.